Ja, ich wollte mal einfach mal kurz mal was testen oder euch mal was zeigen. Und zwar gibt es die Redwood Forest Biom Demo. Die bietet zwei Biome, Summer Biom und Winter Biom. Aufnehmen tue ich das Ganze in 4K, 110 Mbit. Alles, was drüber ist, verbraucht doch eindeutig zu viel Platz. Und ich zeige euch einmal das Superbiom. Ich zeige aber vorher, Moment, mein Back, die Option grafisch ist ja das Wichtigste. Very high, also es geht noch höher, aber das ist, glaube ich, ein Selbstmord. Hier ist, glaube ich, Quality maximal. Ich bin mir nicht RTX 2040 90, genau. Meiner Erfahrung nach, ich teste das mal. Warning, High-End GPU only. Wir wollen mal gucken, was er macht. Ich habe Apply gesagt, sage zurück. Sage dann nochmal zurück und sage Biomes und sage Summer Biome. So, und ihr seht schon, er lädt hier gerade Texturen nach. Ich hoffe, das kann man in der Aufnahme auch sehen. Jetzt sollte ich vielleicht mal das Gamepad eben aktivieren, damit ich ein wenig mit euch rummarschieren kann. So, er hat jetzt, glaube ich, die Texturen geladen und ihr seht da oben den Frame-Counter mit einer 4090 und diesen Einstellungen eiere ich bei 25 FPS rum, was ja Hardcore ist, um das mal so zu sagen. Das wäre niemals eine Einstellung, in der ich spielen würde. Trotzdem stellt man sich die Frage, ihr seht 22 FPS. Ich stelle hier mal um. Sekunde, das ist so nicht zu ertragen. Aber da konntet ihr mal sehen, wie es dann in den vorgeschlagenen Einstellungen für die 4090 ist. Ich stelle hier mal wieder auf Very High hoch. Runter, entschuldigt. So, Apply, Back, Back und Resume. Gut, und das wäre jetzt so 60 FPS. Und im Prinzip zeigt diese Demo gar nicht so viel. Sie zeigt halt wirklich einen Wald. Ich habe vorhin bei GameStar im Forum so ein bisschen gelesen, weil die hatten berichtet darüber, dass diese Demo Ende des Jahres rauskam. Ich glaube, Ende des Jahres war es. Es ist die Unreal Engine 5.1, also eine der oder die aktuell zukunftsträchtigste Engine. Wir können ja mal hier recht nah rangehen. Man sieht, die Texturen sind knacke scharf. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt echt mal eine Runde runtergestellt, weil ich finde 25 Frames echt ein Tritt ins Gesicht. Und man sieht hier nicht so viel. Na, eindeutig nicht. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommt. Strahlend blauer Himmel kommt auf jeden Fall. Hier der Schattenwurf mal zu beobachten von dem Baum. Hier die Umgebungsverdeckung. Und da seht ihr auch, wie es teilweise ruckelt. Trotzdem ich jetzt mit irgendwie 60 FPS unterwegs bin. Als Prozessor zur Information habe ich einen i5 13600K, ein RTX 4490 von Zotac, wobei die jetzt nicht an ihrer vollen Leistung ist. Ich habe die runtergeschraubt auf eine Leistung von roundabout 75%, weil alles andere Blödsinn ist. Wir gehen einfach mal da hinten in die Richtung. Wahrscheinlich würde ich noch ein paar Frames mehr rausholen, wenn ich die volltakte. Sie läuft aktuell mit 2700 Megahertz, 59 Grad und 97% Last. Das heißt, sie ist nicht mal voll ausgelastet. Da würde ich sagen, daran ist auch im Grundsatz der Prozessor schuld. Wenn ich mir den Prozessor dagegen angucke. Und hier ist übrigens eine Schicht im Schacht, wenn ich das richtig sehe. Hier kommen wir gar nicht weiter. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Gut.
so kann man sich mal, weil ich fand jetzt wirklich die Aufnahme von GameStar eher Medium, weil irgendwie, ich glaube 1080p oder sowas, könnte ich jetzt auch unterstellen. Allerdings, ich zocke auf dem 4K-Monitor und ja, es macht irgendwie relativ wenig Sinn, so eine Demo in 1080p hochzuladen. Man sieht ja eh schon nicht viel. Ich habe eine Bitrate von 100 Mbit eingestellt. 250 Mbit wären möglich. Um das mal zu sagen, der Prozessor taktet gerade oder ist ausgelastet mit 63 Watt. Alle Kerne sind komplett am Limit, also ich habe nicht übertaktet den Prozessor. Das heißt, die P-Kerne laufen mit 5100 alle 6 und die I-Kerne laufen so bei, ja, nicht, sind aber auch nicht voll ausgelastet mit 3900, ich glaube 4100 können sie. Also, so sieht das Ganze aus. Wir können auch hier mal ein Stückchen näher wegen der Texturen ran. Der Himmel, also wir haben jetzt irgendwie keine Sonnenstrahlen. Ich werde jetzt nochmal Folgendes tun. Kleinen Moment, hallo, so. Wählen wir mal das Winterbiom aus. Da seht ihr dann, dass er nochmal wahrscheinlich von der Leistung her gewaltig runtergehen wird. Ah, doch nicht, oder? Doch, wollte ich doch sagen. Hier seht ihr, wenn ihr mal oben den Framecode aus euch anschaut, kommen wir nicht über 50. Ich denke mal, da wird der Schnee nicht ganz unschuldig dran sein. Ist einfach mal eine Vermutung. Wenn wir uns das anschauen, jetzt sind wir bei unter 40. Wenn wir näher an die Texturen rangehen. Ich persönlich finde schon, dass der Wald extrem geil aussieht. Es ist aber halt auch ein Wald, ne? Da passiert nicht so wahnsinnig viel in dieser Demo. Irgendein Kommentar auf der GameStar war auch ganz nett, der dann sagte, naja, früher hast du nur einen Rundflug über die Grafik bekommen, das stimmt schon ziemlich genau. Also man muss, so wie es jetzt, also ich schätze mal, also mit einer 30er Karte UE 5.1 Engine könnte interessant werden, außer sie optimieren dann noch gewaltig. Hier haben wir mal Sonnenschein. Entschuldigt. Hier seht ihr es ja unten, UE 5.1, Version 4.10. Ich weiß nicht, ob es das noch aktueller gibt. Das hat ein Unternehmen erstellt. Das ist also nicht von Epic. Ja, ich weiß nicht, wie es denn die 30er Karten reißen. Da müsste ich auch noch mal einen Kumpel fragen, ob der das schon mal getestet hat. Der wollte das mit der 3090, die er von mir gekauft hat, ausprobieren. Ich hatte vorher die 3090 drin, ne? Und da habe ich auch noch kein Feedback bekommen, da werde ich mal anfragen. Auf jeden Fall wollte ich euch hier mal eben kurz zeigen, was möglich ist, auch wenn das schwierig als spielbar, kommt aufs Spiel drauf an, aber für einen Schuh drauf gar keinen Fall. Und hier ist ja auch nicht viel los. Gut, der Schnee kostet Leistung, ihr seht das auch teilweise, wenn ich so nach rechts strafe. Da gehen zwar die Frames, sind zwar bei, da waren sie eben kurz bei 60, aber es wirkt von den Frame-Times her nicht wirklich sauber. Das ist so mein Gefühl. Ich könnte das jetzt wahrscheinlich, sage ich mal, belegen anhand, wenn ich MSI Afterburner drüberlegen würde, aber es sollte euch nur einen kurzen Einblick geben. Ja, wenn euch solche Videos öfters mal interessieren, könnt ihr auch Bescheid sagen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!